Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Postal 2. Ich habe mich jetzt mal hier hochgekämpft und diesmal hat es auch eindeutig besser funktioniert. Also wir haben eigentlich noch fast kein Leben verloren. Munition haben wir auch nicht so viel verbraucht. Und dann werde ich mich jetzt mal wieder Crotchy stellen. Gucken, ob wir ihn diesmal erledigen können. Allerdings mit, ja, ich glaube, der Raketenwerfer ist da die bessere Wahl. Wie das aussieht. You think you can take Crotchy down? Ja, gehe ich von aus. Also das Raketenwerfer kriegen wir gegen Raketenwerfer. Das hat schon mal gesessen. Ah, fuck, und da hat er uns erwischt. Da haben wir doch noch Burger rumfliegen. Dann probiere ich doch mal direkt. Schon mal ein bisschen was. Gut, dann habe ich jetzt fürs nächste Mal schon mal, weiß ja schon mal Bescheid. Ich glaube, es ist einfach wirklich einfach, wenn wir hier einfach die Raketen von dem abschießen. Die fliegen ja doch ziemlich langsam. Also, neuer Versuch. You think you can take Crotchy down? Ja, ich hoffe doch mal. Ist das schon der, ich weiß nicht, wievielte Versuch? Jawohl, wir können die Dinger abschließen. Sie kommen jetzt hier in die Kisten rein. Ich glaube, das da ist eine ganz gute Taktik jetzt. Da hat er uns jetzt nicht mehr allzu viel entgegengesetzt. Hier. Rakete. Ah, die hat es doch erwischt. Die nicht. Ach, fuck, das hat gesessen. Die ist weg. Kommt die jetzt rum? Oh Gott, langsam wird das hier überhand an. Können wir wieder raus? Hey, wo ist die Tür? Da ist die Tür. So, einmal Entdeckung. Könnt ihr mir eigentlich mal versuchen aufzulauern? Da steht er und sagt nix. Toll. Das hat zumindest schon mal gesessen. Ich glaube, so scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Kommt jetzt die Rakete raus? Nee, Crotchy kommt. Waren wir eigentlich so gut jetzt gerade? Mist. Na gut. Also jetzt erst nochmal. I feel better already. Lebensenergie reinpfeifen. Really works. Dann nehme ich jetzt nochmal die Pistole für den Anfang. Ja, jetzt wieder bla bla. You think you can take Crotchy down? Mist, der hat schon mal gesessen. Die Schrotflinte bringt aber auch überhaupt nichts gegen. Wir sind schon fast drauf gegangen. Gut,
dann an der Stelle wieder mal einen Schnitt. Ich versuche es wirklich mal offscreen. Es bringt ja nichts, wenn ihr mir jetzt hier die ganze Zeit beim Sterben zuschaut. Und ich fange dann mal wieder an aufzunehmen, sobald ich ihn dann erledigt habe. Also, bis gleich. Und das war's auch schon. Also, ich habe mir jetzt eigentlich relativ... Also war es auch direkt die erste, der erste Versuch. Relativ einfach erledigen können. Und zwar einfach hier mit dem Napalmwerfer. Zwei, dreimal draufgeschossen. Und dann war er erledigt. Das war auch schön aus, wenn er verbrannt ist. Einmal verbrannten Penis, bitte. Gut, ich speichere nochmal sicherheitshalber ab. Wer weiß, was uns da jetzt noch erwartet. Waffe wegstecken. Oh, wir haben noch ein bisschen Polizeilevel, sehe ich. So. Hätten wir das dann auch erledigt. Da sind noch viel zu viele Polizisten im Moment. Hier haben wir ein paar Donuts. Die machen zum Glück ja noch nichts. Puh, Lebensenergie wäre aber mal wieder an der Zeit. Aber gut, dann begeben wir uns jetzt erstmal auf den Weg zur Polizei. Puh, das ist ein ganz schönes Stück. Okay, da können wir dann gleich mal unseren Parkschein oder was immer das war dann bezahlen. Was immer wir da auch bezahlen sollten. Ja, ja. Nichts. Radar, Radar. Ich will eigentlich nur kurz raus. Okay, die... Ach Mist, jetzt... hätten wir es ja fast geschafft. Oh, jetzt bring uns jetzt bloß nicht um. Ja, ja, mach du mal. Da sind Polizisten, die schießen auf Leute. Auf unschuldige Mitbürger. Wie ich einer bin. I've got the perp in view. Stop right there! Meine Güte, das gibt's da nicht. Können wir uns hier jetzt verstecken? Was haben wir? Oh, haben wir noch ein bisschen Benzin. Suspect sighted. Freeze! Wo kommt der denn jetzt verdammt nochmal her? Watts scheinen aber auch nichts gegen uns zu haben. Na gut, wo müssen wir jetzt hier rüber? Müssen wir? Ne, müssen wir glaube ich gar nicht. Hier Richtung Police Station. Es geht nach hinten ab. Meine. Puh. Gut, hier einmal durch. Ich glaube, das sollten wir dann echt noch schaffen. Wir haben es auch jetzt fast, dass unser Fahndungslevel weg ist. Bisschen noch. Solange gehe ich lieber nochmal, ja, weil jetzt er weg in Sicherheit. Gut. Da haben wir nochmal eine Demonstrantin, die überrenne ich jetzt einfach mal. Gut, damit wären wir schon mal einigermaßen sicher. Hier haben wir noch ein paar SWAT-Typis. Die kümmern sich dann wahrscheinlich gleich um Demonstranten. Ach, da fällt mir ein, wir sind übrigens aus der Mall ja rausgekommen, ohne irgendwas in Flammen zu stecken. Also, außer Crotchy. Polizeistation, genau dahin will ich. Jawohl. Genau, hier haben wir, die stehen auch, ja, die scheinen da echt geskriptet zu sein. Die stehen jedes Mal hier.
kill you! So. Oh Scheiße, wir haben ja nur kaum Lebensenergie. Und wir haben auch natürlich nichts mehr, ja. Out of Healing Items. Aber das Militär kümmert sich jetzt hier wenigstens drum. Gut, der wäre erledigt. Beziehungsweise die. Der auch. Gut, dann hätten wir hier jetzt wieder... Oh, ey, wieso schießt der auf mich? Verdammte Scheiße nochmal. Habe ich da nichts gemacht? Ich gehe gleich drauf, wenn ihr so weitermacht. Was? Ach. Vielleicht komme ich ja noch schnell in die Polizeistation rein, bevor hier alles in Chaos ausbricht. So. Hi there. Hey. I'm here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fund. That'll be. I'm going to have to cuff you. You have the right to remain silent. Fuck you. Yeah, yeah, blah, blah. Just cuff me already, big man. Boah, toll, das haben die uns noch eingesperrt. So ein. Ach. Wir kommen hier auch scheinbar nicht mehr so leicht raus, oder? Das ist eine ganz andere Zelle jetzt. Oder müssen wir einfach hier nochmal ein Streichholz hinwerfen? Da vielleicht dran. Wir haben aber auch sonst nichts, oder? Wir haben nur... Genau. Das Waschbecken anzünden. Ach nee, jetzt müssen wir wahrscheinlich von hier aus da oben hin, oder was? Okay. So weit wirft er doch gar nicht. Also tut er doch schon, aber... Boah. Jawohl. Hui. So, mein lieben Verbrecher, dann... Mal... Du willst mir das verarschen, oder? Wieso gehen... Oh je, jetzt wollte ich gucken, ob da irgendwas in der Zelle drin ist. Ja, jetzt komm, geh auf. Gut, dann hier Donuts, sehr gut. Auch Lebensenergie haben wir jetzt wenigstens wieder voll. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, irgendwo war doch noch hier dieser Evidence Room, wo unsere ganzen Pizza, unsere ganzen Waffen und alles gelagert wurden. Wäre mir nämlich nicht so recht, wenn die jetzt alle weg wären. Jetzt kommen wir hier aber, glaube ich, so schnell. Oh, hier ist er nicht mal so ein verdammter Exit. Mist. Also dann einfach rennen und treten. Rennen und treten. Stop or I'll shoot! Stop or I'll shoot! Ist hier noch was drin? Noch so ein Radar. Noch ein Radar. Das läuft ja alles wunderbar, muss ich sagen. Hier, genau. Ach scheiße, da komme ich nicht rein, da brauche ich jetzt die Polizeiuniform. File Room. Oder war das hier? Ja. Wo waren unsere verdammten Sachen? Das gibt es doch nicht.
Boah, ich bin nicht überlegen, ob ich nochmal neu lade, weil das da wird nämlich nichts mehr. Ne, das kann man vergessen. Gut, das mache ich allerdings dann erst in der nächsten Folge. So. Ich mache hier einen Schnitt. Bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Postal 2. Bis dann. Ciao, ciao.